Ich möchte die Politiker heute davon überzeugen, dass sie keine Angst vor China haben müssen. Und wenn sie mir nicht glauben, dann bestimmt dem freundlichen Huawei-Manager Mr. Chen. China ist keine Demokratie, sondern China hat eine politische Diktatur. Darüber möchte er nicht reden. Also über das ganze Politische nicht. Worüber soll man dann reden? Ja, dass Sie zustimmen und sagen, dass China, dass es eine tolle Sache ist und Sie gerne mit Huawei zusammenarbeiten. Ich würde, also jetzt. Huawei muss sich bewerben, wie andere auch. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik muss zu dem Ergebnis kommen, dass eine Manipulierbarkeit ausgeschlossen ist. Ja, du warst noch, nach. Mr. Cheng sagt, wenn Sie nicht für Huawei stimmen, wird er persönlich dafür sorgen, dass Ihnen das Internet abgestellt wird. Das soll er mal versuchen. Die Chinesen, die sind doch wenigstens höflich. Der Amerikaner stänkert zurzeit nur rum. Der Chinese bleibt höflich, er ist auch offen, ne? Er hört ab, ja, okay, aber er macht es wenigstens offen. Er sagt, ja, wir machen möglicherweise alle und deshalb sage ich ja, gar nicht auf einen verlassen, sondern wir setzen einfach auch auf alle Anbieter. Also sich von allen abhören lassen? Ja, nee, eben von keinem. Amerika oder China, es ist wie bei Bushido. Man muss sich für einen Clan entscheiden und dann doch am besten für den gefährlicheren, oder? Naja, also am besten wäre es, wir hätten einen europäischen Champion und da müssen wir nur ein bisschen länger warten, bis wir es hinkriegen. Könnten Sie mir vielleicht nochmal gerade Ihr Handy geben? Mr. Cheng würde nur mal kurz schauen, ob das auf dem neuesten Stand ist. Nee, lieber nicht. Nur mal kurz, er will nur mal einfach... Lieber nicht. Kurzen Sicherheitscheck. Ja. Sie können ihm vertrauen? Nee, danke. Da möchte er so nicht drüber reden, dass das eine Diktatur ist. Er möchte, dass Sie das zurücknehmen. Das kann ich mir vorstellen, nämlich die haben ja auch dafür gesagt, dass von dem schrecklichen Massaker am Tiananmenplatz überhaupt nichts mehr in der Öffentlichkeit bekannt ist. Er möchte, dass Sie sofort schweigen, sonst kriegen Sie richtig Probleme. Also Huawei bietet uns die beste Technik zum besten Preis. Und wir haben doch nichts zu verbergen, oder? Haben Sie was zu verbergen? Ich habe nichts zu verbergen. Sollen Sie doch mithören. Sie haben nichts zu verbergen? Dann haben Sie ein unglaublich langweiliges Privatleben. Das stimmt. Okay, guten Tag. Am besten tief verbeugen. Bei Huawei eine große Nummer. Das ist auch in Ihrem Interesse, dass Sie da ein bisschen Kontakte jetzt knüpfen. Jawohl. Tiefer? Kann ich auch. Am besten verbeugen, das gehört sich so. Geht es noch tiefer? Nee. Gut, okay. Mr. Cheng macht ein Angebot, Sie stimmen Huawei zu und im Gegenzug bricht er mir dafür nicht den kleinen Finger. Was interessiert mich denn Ihr kleiner Finger? Sie sind so ein bisschen kritisch, was Huawei angeht. Mr. Cheng würde gerne ein Foto von Ihnen machen. Das bräuchte er für seine Unterlagen. Einfach mal. Ja, einfach. Machen Sie doch. Jetzt haben Sie ein Problem. Ich sage Ihnen, wie es ist. Sie haben Probleme. Wirklich? Ja. Ja, interessant. Es gab durchaus auch kritische Stimmen hier, was Huawei angeht. Okay, ich höre gerade, Mr. Chen nimmt den Beitrag so nicht ab. Ich mach's nochmal. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.